Geh mal hoch und. Das ist einfach nur EP gewesen, da kriegst du ja noch nichts. Ja, ja, EP. Da steht jetzt 1 von 1 Patrol Hunt und jetzt müssen wir noch Hunt Strike und. Also Hunt Strike müssen wir jetzt praktisch 5 Mal machen, um dieses goldene Dingens zu bekommen. Ah, so. Ah, doch, du hast den Chor gekriegt. Ich bin auf Level 2. Slayer Chor, Bronze Chor. Ich hab nichts bekommen, nee, ich bin immer noch Level 1. Wenn du J drückst, ist dein Slayer Level auf 1. Auf 1. 1, ja. Rekrut und mir fehlen noch 74 XP. Also ich keine habe. Ahnung, warum du... Ich habe fertig Daily Complete, All Wet You Survive, Survey, das ist hier Petroleum-Mission. Und dann Complete the Hunt Patrol of Monster Verge, das ist auch fertig gewesen, auch eine Daily-Mission gewesen. Hunt of was? Was? Hunt of Monster, was hast du ja, das, ich habe einmal die Daily Quest All Wet You Survey, das ist das mit dem Patrouillen-Hunt. Und dann ja. Darunter die Quest Only the Monstrous, das ist Complete the Hunt Patrol the Monstrous Verge. Hab ich nicht, ich hab nur 3. Ich hab einmal Reap the Whirlwind, also Hunt Shrike. Das mit dem einmal Patrol habe ich fertig und dann habe ich noch die wöchentliche. Also ich habe 2 tägliche und eine wöchentliche. Ich habe auch 2 tägliche. Und meine eine tägliche war, das waren dieses eben. Ja gut, dann gibt es wahrscheinlich verschiedene. Ich muss einmal noch Hunt Shrike, deswegen. Hunt Strike musst du noch machen, ist deine Daily. Ja. Ja, müssen und wir jetzt sowieso machen, müssen wir jetzt eh 5-mal. Müssen wir sowieso 5-mal, ja, das passt ja dann eigentlich. Dann holst du dir jetzt auch noch Rüstung dafür, ne? Ja, holst du dir keine Rüstung? Achso. Raften. Den Helm. Jetzt wo du sagst. Da hol ich mir das noch die Schuhe. Einmal das komplette Set einfach holen. Und was? Was war's? Der Helm sieht aber scheiße aus. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Den kannst du auch ausstellen. Du kannst ihn tragen, aber du kannst einstellen, dass er nicht gezeigt wird. Na dann. Zack. Einmal alles upgraden. Einmal alles. Ich glaube, ich werde das jetzt aber erst einmal alles upgraden und nicht mehrmals. Wo genau kann man das ausstellen, dass man den nicht sieht? Das kannst du bei, warte, nicht, dass ich dir jetzt was Falsches erziele. Ich glaube sogar einfach nur unter den Options. Einstellung Gameplay. Einstellung Gameplay und dann Helm Display. Aha, Einstellung. Kannst du entweder. Gameplay. Ah, Helm Display auch. Kannst entweder. Du kannst es nur in Städten ausschalten oder nur in Städten einschalten oder du kannst es immer ausschalten oder immer an. Also ich hab's immer aus. Mein Helm ist kacke. Helm ist pretty kacke. So, dann rüsten wir das alles noch aus. Ich upgrade das jetzt mal nicht. Ja, ich hab einmal alles geupgradet. Habe ich da überhaupt noch Punkte für? Ja, normalerweise. Oh ja, reichlich sogar. Dass wir so viele Dings rausgeholt hatten aus dem. Was brauche ich dafür noch? Gnasher Hide jetzt? Ah, okay. Das will ich nicht. Diese Axt, die er hinter dir hat, ne? Mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe noch upgraden soll. Ich würde echt gerne. Was, welche Waffe ich gerne hätte? Die Pike. Ja. Aber wie kriegt man die? Unlock and increase your rank in the Weaponsmith Track to Craft Warpikes. Ich glaube, das hat irgendwas auch mit dem. Vielleicht mit der F, also mit dem Level, weißt du, mit ihm zu tun, dem hier. Ah, das könnte sein. Ich werde jetzt noch die Waffe upgraden. Ach, Max Level reached Gnash Blades. Plus 2 ist Max Level. Okay. Kann man die auch ändern? Farblich oder so? Ich glaube ja. Ach, aber nur Transmog, mehr nicht.
Transmog heißt? Du gibst ja ein anderes Aussehen. Heißt, du nimmst jetzt Ach, die... ja, okay. Ja, alles klar. Hier, WoW-mäßig. Ja, das will ich ja nicht. So, dann machen wir doch mal Hand... Strike. Ja. Man merkt überhaupt nicht, dass ich Probleme habe mit der englischen Aussprache. Hm. Das ist ein reinstes Bilderbuch Englisch. Chain. Mein Fell ist blau. Das ist aber hübsch. Ach, guck mal, das ist Shrike. Rüstung, die der links hat. Die finde ich hässlich. Nee, der hat Optik-Dings drüber liegen. Ach so, okay. Ja gut, dann ist aber ziemlich hässlich, was er da für eine Optik genommen hat. Ja. Die Optik war ja richtig beschissen. Die war Pupu. Pupu? Ja. Mein Luftschiff, das ist sehr gut. Ja. Hier die Rüstung, der wir Chopper anhat. Das ist dies, die wir als nächstes kriegen. Achso. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist der Shrike für ein Gegner? Ich finde das aber auch irgendwie cooler. Es hat schon was, so ne, über diese Map zu laufen und das Ding dann zu jagen. Ja. Hier kommt ein richtiges Jäger-Feeling raus. Bin gespannt, wer ihn als erstes findet. Oh, ich habe hier viele Blumen bei mir. Ja. Und vor allem, wie sieht der aus? Ob das ein Teil ist, was man sagt, von der Optik her, das greife ich alleine nicht an. Ich hab ihn. Okay. Das ist die verfickte Eule. Na gut, bis ich da hinten bin. Okay, ist es nicht einfach nur die Eule. Alter, bin ich weit weg, holy shit. Alter, hat die Eule vorher auch schon so ein Windtornado? Ja, aber erst noch ein, zwei Stunden. Ja, ich komme hin, direkt in den Tornado. Das ist so voll die Marsche. Ja, kann das sein, dass das Vieh soll? Mann, Alter. Ah! Mein Gott, die ganze Power-Taste verschwindet. Ja, guck mal, einer aus unserem Team hat die Axt. Sicher. Ja, ich guck erst auf das Axt-Symbol. Das heißt, er nutzt die Axt. Jawohl, vielleicht hat er sie freigeschalten. Das Ganze ja, steht ja da. Bei dem Typen, wenn du auf die Axt bist, steht da. Anscheinend irgendein bestimmtes Level oder Quest oder so. Haben. Wahrscheinlich kriegen wir die nach Hilfe. Wäre lustig. Wie die Lanze haben. Damit kann ich ja endlich was kompensieren. Sammeln. Ja. Boah!
Ja, ihr wurdet anscheinend ja nicht weggekickt im Kampf gegen das Vieh. Alter, Mann, ich kriege einen Hit nach dem anderen ab. Wir waren auch gar nicht in der Nähe vom Dingens. War während der Explosion. Strike, Alter. Oh, die Federn. Ja, mach ich da. Oh! Alter, hier ist jemand salzig. Ich würde auch gerne so ein Schwert Schnitt durch die Luft fliegen lassen, so wie er das mit seinen Windflügeln macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja toll geil. Oh, da macht er was. Ich habe wieder eine Feder abgeschnitten. Mach mal, ruf mir alle Federn raus. Okay. Oh! Ich muss mich mal kurz heilen. Okay, das Ding ist weg. Irgendwann heilt dann rein. Wie das aussieht, ey. Wie das Ding uns einfach hin und her schlägt. Mensch, du bist eine Eule, du bist kein Wolf. Jetzt bleib mal stehen. Auf und davon. Oh. Far, far away. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und wir haben oben ein Radar, sicher jetzt erst. Ich glaube, V ist nicht die, ist das Dingens nicht. Das Leuchtpistole. V? V ist Leuchtpistole, ist V nicht. Das ist Taschenlampe, ich weiß aber. Nee, du C. C gedrückt halt nach oben. Also, echt? Ah, okay. Wie das aussah! Help me! Nee, da liegen Rohstoffe, die sind wichtiger. Du hast doch einmal eine Spritze, mit der du dich selber. Brauchst du nicht, ich fummel gerne an dir rum. Ja. Es rage schon wieder. Auf den anderen. er war nicht mal in der Nähe. Ich trotzdem mit der. Oh! Wurde den Vogel vom Himmel. Blut! Ma, ich kann nicht einmal hauen, ne? Plötzlich kriegt er nur weg. Wie er leider auf dem Boden liegt. Ehrlich trifft's mal euch im Kampf. Oh, ich hoffe, da kommen noch große, geile Viecher als Gegner.
Blitzangriffe an dem. Kann man das auch irgendwo lernen? Wenn man so Endfähigkeiten hat? Loot. Geil. Auf jeden Fall haben wir ganz schön viele Fehler, wenn wir uns nach dem Kampf schon wieder was Neues gönnen. Bei uns fliegt hier, bei uns fliegen Vögel durch Flugzeuge, Traktoren, Alter. Alter. Geht mal auf den Zeiger, ihr Arschgeigen. Hier sind Blumen einsammeln. Press one to revive. Jetzt habe ich die Nachricht bekommen, ich soll 1 drücken, um mich selber wiederzubeleben. Juhu! Damit bin ich am Leben, ihr Idioten. Warte, ich heile mich hier noch. Kannst du das überhaupt? Ja, das Ding ist gerade noch bei einem Plateau, ja. So. Mach ich zu, ich will auch. Zeug, mach das Blatt gewinnen. Ey, hier sind ja noch mehr Blumen. Geht der da unter die Gärtner, ey? Warum nicht? Wow! Und gleich noch mal einen Schub hinterher. Hey! Jagt es, man treibt es Vieh in die Ecke. Jawoll! Sushi! Draufhauen! Ja, wahrscheinlich der schlechteste, Alter. Ja. Für die meiste Zeit wieder mit Blumenpflücken beschäftigt. Mein B-Rang. Guck mal, S plus. Ja, guck mal. Bei mir steht besser Gärtner. Influencer. Warum kriege ich denn die Silberkacke? Du hast. Weiß ich nicht, wenig Schaden. Boah, 6 bekommen, Federn, oder? Armor 4-mal, nochmal Armor 4-mal. Ich hab da, ja. Oh, genau, Slayer-Rang gibt's, ich krieg die, gibt da. Gibt das jetzt auch EP? Vielleicht ich muss der Slayer-Rang höher sein. Kann sein, ja. Also, ich dürfte jetzt auf jeden Fall den nächsten Slayer-Rang haben, weil ich ja das tägliche fertig habe. Aber du ein harter Slayer bist. Richtig, der harte Slayer. Ja. Siehst aber egal, auch wenn ich jetzt vom Schaden nicht so dabei war, du kriegst das trotzdem mit einer Gruppe down. Das ist ja, jetzt nicht klar. So, dass du sagst, wenn jetzt nicht jeder mit seinem Damage ultra hoch steht, dann kriegst du das nicht down. Das ist. Also das ist schon eine coole Idee. Und das funktioniert ja auch, wenn die Server funktionieren. Beziehungsweise wenn man nicht 6 Stunden hier in der Warteschlange sitzt. Aber das Thema hatten wir ja schon. The Chopper. Yay. Dauntless. Dauntless? Dauntless. Erstmal vernünftig hinsetzen. Yeah, alleine, so jetzt merkt man so richtig, ne, so ein Lederstuhl, ne, so mit Leder im Sommer ist nicht gerade die beste Option. Aber auch ein, na gut, kein Lederstuhl, so Fake-Leder oder ja, was. Ja, klar, Fake-Leder ist es bei mir auch, hoffe ich jedenfalls. Ich habe echtes afrikanisches Wildleder. Koala-Baby-Leder. Panda-Bären wurden dafür getötet. Nee, das sind nur bei mir hier meine Hausschuhe. Jetzt wird bei mir auch so ein Callings angezeigt. Callings? Ja, dieses Kern zum Aufmachen. Achso. Also siehst du, wenn wir zusammen im Team sind, kriegen wir 5% mehr Slayer-Rang. Ich habe jetzt 5% durch dich mehr bekommen. Mhm, ich bin auch gleich Level 3. Kannst du dich mal so jetzt öffnen? Alter, was war das denn jetzt, ey? Ich hab gerübst. What's up, Skipper? Ja, das habe ich auch gerochen. Ungewöhnlich. Bave the Trap.
Einmal Pumps Tough in Cell Plus und Wraithwood. Medic Cell. Okay. Ach, die Quest habe ich schon fertig, weil ich Pilze. Ich hätte mir Pilze sammeln sollen für die nächste Story-Quest. Hier bei ihm Warte reden. mal. Oh. Ich gehe jetzt Bait the Trap. Ach, hab ich auch schon Hunt fertig. Quillshot ist der nächste Gegner. Ja, willst du jetzt dieses Shrike noch fertig machen oder willst du weiter in den Hauptquest-Dingens? Nö, wir machen jetzt. Ich habe nur die Quest angenommen. Warte mal. Ich gehe jetzt auch hier erstmal hoch und hole mir meine neue Rüstung. Shrike. Was habe ich denn da jetzt bekommen mit diesen komischen Zellen? Lol. Der Damage ist schlechter. Ja, klar, wenn du es upgegradet hast, dann ist es am Anfang immer schlechter. Ich denke mal, dass du deine Waffe geupgradet hast. Okay, Shrike, das ist das 136. Man muss das natürlich dann auch wieder upgraden und dann ist es. Also wollen wir jetzt erstmal hier die Shrikes Du killen, musst halt was? auch, du musst halt ein bisschen auch darauf achten, was für ein Effekt du auf die Waffe hast. Ich habe jetzt zum Beispiel auf den neuen Waffen drauf, dass ich 30 extra Schaden also für den nächsten Angriff mache, nachdem ich ausgewichen bin. Ich guck gerade nach, was die Schreikrüstung hat und die macht Stamina hoch. Also Ausdauer, das wäre eigentlich gut für mich. Na, bei mir wäre es auch nicht so ganz frei. Increased Dodge Invulnerability Windows bei 7%. Also, die Gnasher-Rüstung ist auf jeden Fall für mehr Leben und gegen Resist Damage versus, also hier gegen diesen Enrage Behemoth-Kram. Und die Shrike-Rüstung ist Stamina und irgendwas, was ich nicht verstehe. Glaubst du, das Beste ist, wenn du irgendwie was zusammenmischen tust, increases Dodge invulnerability. Ja, wenn man kombiniert, ne? Wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel den Brustpanzer wegen mehr Leben oder den Helm wegen mehr Leben und dann halt den Also Brustpanzer für ich hätte, Stamina. ja, genau. Genau Und dann das. hast du zum Beispiel die Handschuhe drinne wegen hier dem Enrage-Modus und die Schuhe drinne wegen diesem Dodge-Kram. Zum Beispiel. Naja, das Dodge-Ding hätte ich komplett rausgenommen. Am Anfang. Ich würde die Brust und die Handschuhe von. Ja, würde ich auch machen. Wegen Stamina, ne? Weil ich bin meistens immer außer. Ich hab. Weil das ist halt, du brauchst es unbedingt, wenn du ausweichen willst und du hast, aber das Problem ist, du hast dann keine Ausdauer und dann das fehlt dir danach und dann kriegst du den Schaden und das ist nicht so geil. Ja, ich werde auch den Brustpanzer nehmen. Ja, ich denke mal, Zweimal. das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass du kombinierst nachher. Ja, zweimal geupgradet und da habe ich. Dann lasse ich Helm und Schuhe. Beine. Ja. Loadout. Nur, du hast ja immer noch die Rüstung da liegen. Du kannst immer noch sagen, du ziehst dann wegen mehr Leben einen Brustpanzer an. Ja.
aber schon cool aus. The latest readings don't bode well. Hier kannst du irgendwas nachher mit der Laterne machen. Ich, du irgendwann schaltest du hier diesen Schmiede-Level-Dingens frei. Und da musst du es dann hochleveln und dann kannst du Äxte und so dann freischalten. Ja, das kann sein.